Sieht hier so ein bisschen pompöser aus. Objektzeit 8,1 Zyklen Tod, Muskelmassen, Statur ist erwächst, Lassung, umfassende Gefechts. Vermutlich handelt es sich um einen Krieger. Okay, Bewaffnung fehlen. Gegenstände möglicherweise entwendet. Objektzeit 8,1 Zyklen Tod. Biochemiker, was innerhalb des Körpers. Ah, okay. Chemikalie, Biomasse, also. Oh Gott. Naja. Wird ein bisschen schwer, die einzuscannen, wenn die so unterwegs sind. Naja. Mechanische Analyse abgeschlossen. So, da führt doch aufwendig dieses Kabel hier in die Wand und uns zu einer Speicherstation. Und die wollen wir doch mal gleich nutzen, um den Spielstand zu speichern. Haben wir schon länger? Haben wir überhaupt schon mal gespeichert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nämlich, das ist glaube ich jetzt das erste Mal, dass wir speichern. Aber naja. So, hier ist irgendwo ein Item in der Nähe. Das hört man an diesem Brummen. Aber okay. Ich glaube, ich weiß auch, wo das war. Da bin ich irgendwo da vorne an der Wand. Aber können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Und wenn, da fehlt uns ein Item für. Und was ist das? Das ist eine Falle. Oh Gott. Die haben uns hier schon erwartet, diese Säcke. Und... das ist dieses selbe komische Phänomen, was wir auch schon gesehen haben bei unseren Föderationskameraden. Unbekanntes Energiefeld. Okay, naja. Sieht ziemlich groß aus. Ja, und bei diesen Viechern, bei diesen Splintern scheint es der Fall zu sein, dass diese Biomasse die stärker macht, denn die können eine ganze Menge mehr vertragen als diese Biomasse noch nicht auf die eingewirkt hat. Aber nun ja, man muss auch dazu bedenken, als dieses komische dunkle Zeug die Soldaten infiziert hat, waren die schon tot. Oh Gott, was ist das? Alpha Splinter. Scheint so der Big Boss von denen zu sein. Alpha-Männchen eines kriegerischen Rudels. Gigantischer Räuber. Rudel der Splinter werden jeweils vom größten Männchen angeführt. Diese Alpha Splinter sind flink, von beeindruckender Statur. Daher haben sie leichtes Spiel mit Überwältigung, Töten ihrer Beute. So können sie den Weg für den kleineren der Brut bereiten. Ja, okay. Ja, der ist wirklich flink. Das muss man ihm lassen. Au. Oh, Scheiße. Ja, vielleicht hätten wir ihn vorher töten sollen, weil jetzt wird er wahrscheinlich zu einer dunklen Variante von dem, ja, und kriegt eine Bossgegnerleiste. Alpha-Männchen eines Rudels, hochaggressiver Finsterlinge. Große Räuber mit symbiotisch gestärkter Stärke, Flinkheit und Panzerung. In der Regel als erste von Finsterlingen gefallen. Dunkle Alpha-Splinter erreichen dadurch eine erhöhte Stärke und Widerstandsfähigkeit, die ohnehin für uns eine noch größere Bedrohung. Okay. Gut. Das ist scheiße für uns, aber wir kommen ja auch nicht drum herum, den Platz zu machen. So, jetzt haben wir leider keine Missiles mehr. Aber ich glaube, den kriegen wir trotzdem kaputt, oder? Jawohl. Und auch ein Achievement kriegen wir dafür. Was ist das?
Seine Seele? Ich weiß es nicht, aber... Fremde Technologie. Okay. Ich hoffe mal, wir bereuen es nicht, dass wir die eingesackt haben. Systemwarnung. Unidentifiziertes Objekt erhalten. Scheiße. Fremdtechnologie hat sich mit Rüstungssystemen verbunden. Risikoeinschätzung abgeschlossen. Keine negativen Auswirkungen auf das Anzugsystem. Ah, okay. Das beruhigt mich schon mal. Naja, gut. Dann können wir uns jetzt erstmal ein bisschen weiter hier umsehen. Obwohl ja ziemlich viele Wege hier einfach durch diese Übersetzungsmodule oder durch diese Türen, für die wir ein besseres Übersetzungsmodul brauchen, verschlossen sind. Ja. Na gut, dann werden wir mal von hier verschwinden. Durch den einzigen Weg, der uns bleibt. Das muss ja irgendwie ein besonderes Gebäude sein. Ich meine, da sieht ja schon ziemlich festlich aus hier drin im Vergleich zu draußen, oder? Und was haben wir hier? Ist da wer? Wer ist das? Fürchte dich nicht, ich bin Umos, Hüter der Luminos. Bitte erhöre mich und vernimm die Kunde vom Niedergang unserer Welt. Vor langer Zeit ging ein kosmisches Objekt von gigantischer Explosionswucht auf den Äthern hernieder. Ein Spalt wurde in Zeit und Raum gerissen und sonderbare Kräfte strömten in diese unsere Welt. Okay, vielleicht ein Komet oder sowas, ne? Oder ein Meteor. Wo einst Licht war, gab es fortan zwei. Einer erfüllt von Licht, der andere versunken im Schatten, jeder in seiner ihm eigenen Dimension. Ah, okay, da formt sich so langsam ein Bild. Es war das Ende von Frieden und Einklang, ob einer neuen Rasse, die an diesem Tage die Finsternis der dunklen Welt erblickte, erfüllt von Hass und unbändiger Zerstörungskraft mit dem Namen Ing. Die haben wir ja auch schon gesehen. Die Ing sind Geschöpfe des Schattens und des Unlichts, bar eines friedlichen Gedankens und jeglicher Gnade. Über Dekaden hielten wir ihrem Ansturm stand, doch nun stehen wir am Rande unserer endgültigen Niederlage. Als der Äther der Finsternis erschien, zehrten fortan zwei Welten von der Kraft unseres Planeten, zu gleichen Teilen ihre wie die unsere. Doch sobald eine Welt die Gewalt über diese Kraft erlangt, so ist die andere dem Untergang geweiht. Vor deiner Ankunft berappen uns die Ing einer Vorrichtung, einer, die der Bündelung der planetaren Energie dehnt. Mit ihr zehrten sie von der Kraft unserer Welt. So stehen wir nun vor unserer Auslöschung. Doch das Glück ist uns an diesem Tage gewogen, da das Energietransfermodul nun im festen Bunde mit dir ist. Ja, das war es also, was wir da aufgesammelt haben, ne? Mit ihm kannst du uns helfen. Helfen, unsere Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst gewesen. In deiner Person liegt unsere einzige Hoffnung, Samus. Oh Mann, das hört sie nicht zum ersten Mal, ne? Sollten wir fallen, so werden die Ing zu den Sternen blicken, nach neuen Planeten ausschauen, die sie zu brandschatzen und zu erobern suchen.
Und schon könnte deine eigene Art ihn zum nächsten Opfer gereichen. Das klingt so wie ein Drohmittel, dass wir ihm helfen sollen, oder? Die Ing sammelt unsere Energie in ihren drei Tempeln auf dem Äther der Finsternis. Suche diese Tempel auf und leite die Energie zu unserem geheiligten Tempel. Erlaube mir, deine Karte mit dem Standort eines weiteren Tempels zu versehen. Dort stößt du auf Wissen, das deinen weiteren Pfad ebnen wird. Auch verfügst du nun über ein erweitertes Übersetzungsmodul. Vorrichtungen wie Türen, die mit violettem Hologramm verschlüsselt sind, sollst du fortan bedienen können. Unsere Länder heißen dich willkommen. Ah, das freut mich doch zu hören, dass wir willkommen sind. Rüste dich gut für deine Reise. Die Ing sind nun gewahrt, dass du das Energietransfermodul trägst. Sie werden nichts unversucht lassen, es wieder an sich zu nehmen. Ah, das ist nicht so gut, aber... Gut, kehre zu mir zurück, sobald du die Energie eines Tempels zurückgeführt hast. Ich stehe dir nach besten Kräften bei. Möge das Licht des Äthers auf dich scheinen. Okay, ja, dann haben wir wohl einen Auftrag hier. Von guten Umos. Luminos, Umos, einheimische intelligente Spezies des Planeten Äther. Es handelt sich um Umos, der ein Hüter der Luminos erwacht. Ja. Es kennst du heute noch viele nützliche Gaben hin. Dazu gehören gestärkte Reflexe, psionische Kräfte und die Fähigkeit zu fliegen. Seine Fertigkeit, Energie zu generieren und zu manipulieren. Ist der Chozo ebenbürtig. Zeitscan deuten auf ein Alter von 2,15 Zentizyklen. Er ist der einzige bekannte aktive Vertreter seiner Spezies. Die übrigen Luminos verbleiben bis zur Auflösung der Krise in schützender Stasis. Es wäre eigentlich gut, wenn die helfen würden, oder? So. Energieregulator. Ah ja, davon hat er ja gesprochen. Okay, ja, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier diese violetten Dinger können wir jetzt entschlüsseln. Da sind auch zum Teil so Berichte drin versteckt, wie zum Beispiel die Ursprünge, die werde ich aber auch nicht lesen. Also vielleicht ein paar, die möglicherweise interessant für uns sind. Ist eigentlich jetzt, mache ich jetzt nicht, weil das uninteressant ist oder so, nämlich da werden viele Eigenarten dieses Planeten werden da sehr gut erklärt. Und bevor man Fragen stellt, kann man sich diese Antworten meist dann immer da auch herholen. Aber ich werde das aus Zeitgründen jetzt, werde ich diese Sachen dann nicht mitnehmen. Denn wir werden jetzt den Pfad nach Argon beschreiten. Damit wir, ja, das Lichtflieger, okay. Damit wir die Energie dort zurückgewinnen können. Ja, wir haben ja auch erfahren, dass dieser Planet hat eine finstere Variante. Da sind wir vorhin auch schon mal drin gewesen, nämlich dort, wo wir unsere Ausrüstung verloren haben. Und dieses Spiel, das werden die meisten wahrscheinlich auch wissen, außer die jetzt heute vielleicht zum ersten Mal von dem Titel hier hören. Dieses Spiel hat eine Mechanik, die recht ähnlich ist wie bei Legend of Zelda A Link to the Past. Mit der hellen und dunklen Welt. Und ja, bei der Entwicklung des Spiels sind auch einige der, waren auch einige Leute bei Retro Studios zur Beratung mit dabei oder zu hinweisgebenden Zwecken, sagen wir es mal so, die an A Link to the Past damals gearbeitet haben. Und das war definitiv keine schlechte Entscheidung, wenn man bedenkt, wie großartig dieses Spiel letztendlich geworden ist. Trotz des, dass es aus unerfindlichen Gründen viele Leute liegen lassen. Und viele sagen, weil das Spiel zu schwer wäre. In den meisten Fällen hat das aber einen bestimmten Kampf als Hintergrund.
Aber dazu kommen wir später, wenn wir vielleicht bei diesem Kampf mal sind. Das wird nämlich noch ein bisschen dauern. Erstmal müssen wir uns jetzt wieder um ein paar von diesen kleinen Splinterfreunden hier kümmern. Je mehr wir töten können, bevor diese Biomasse zuschlägt, desto besser. Wir haben fast alle irgendwie umnieten können. So, da oben liegt ein Missile-Container. Kommen wir an den vielleicht schon ran? Ich glaube fast noch nicht, denn wir kommen da oben. So nicht hoch mit einem normalen Sprung. Na gut, so, dann ja, wir sind jetzt hier wieder bei dieser Tempelbaustelle. Aber wir haben ja hier noch diese rote Tür, die haben wir ja noch nicht benutzt, weil als wir das letzte Mal hier waren und da liegt ein Tank für uns, das ist sehr, sehr gut. Das ist unser erster. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatten wir die Missiles noch nicht. So, jetzt muss ich mal gerade kurz nachgucken. Da hinten bei diesem Ü, da müssen wir hin. Da ist dieses Ü, heißt nämlich, da ist so ein... Oder da vorne müssen wir hin. Das ist so ein Tor, wofür wir dieses Übersetzungsmodul brauchen. Denn dadurch, dass uns der gute Umos da ein Update gegeben hat, können wir jetzt natürlich auch mehrere dieser Pfade beschreiten. So, was ist denn da Anlage? Mann, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wo genau dieser Transporter ist, aber wir werden es schnell rausfinden. So, hier kommen wir nämlich, glaube ich, auch schon nicht mehr weiter. Das heißt, dieser Weg ist nicht der richtige. So einfach ist das. So, bleibt eigentlich nur noch der... Ja, da müssen wir da vorne durch. In dem großen Raum, der hinter diesem Durchgang liegt. Sind wir hier eigentlich schon mal gewesen? Ja, weil das ist der einzige Weg, der da durchführt. So, okay, jetzt sind wir hier bei der Sendeanlage wieder. Jenseits des Tors liegt... Ah ja, okay. Da liegt der Pfad nach Argon. Da liegt ein toter Luminos. J-Mess-Vermächtnis. Ja, das sind auch weitere Berichte von den gefallenen Luminos-Kriegern, die höchstwahrscheinlich dem Ing zum Opfer gefallen sind. So, ich glaube, sonst haben wir hier oben oder hier haben wir eigentlich alles gesehen, denke ich. Auch nicht mehr weit sein, bis wir zu dem Transporter kommen. Ja, ist auch neu, dass man hier so Orte hat, sag ich mal, mit... oh, und da liegt noch ein Missile-Container vor uns. Die Grafik-Engine, die für dieses Spiel entwickelt worden ist, die ist nicht vom ersten Teil kopiert, sondern die wurde von Grund auf quasi neu entwickelt, sodass man zum Beispiel hier auch so bestimmte Areale hat, ne, wo man einen weiten Rausblick in die Ferne hat. Das war ja bei Metroid Prime zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Da waren alle Bereiche immer so abgegrenzt. Meist durch Gebirgsketten oder sowas in der Richtung, sodass man also nicht irgendwie so sehr, sehr weit in die Ferne blicken konnte. Und vor allen Dingen, was man hier verbessert hat, sind die Waffen und Partikel und Lichteffekte zum Beispiel. Die hat man von Grund auf überarbeitet für dieses Spiel. So, argonische Wärterhülse. Lagereinheiten der Luminos. Naja, ist im Moment nicht so viel drin.
Was haben wir hier? Lumit. Insektoid mit Fähigkeit zur Photosynthese. Zyklen tot, Start durch Sandstürme. Okay, Sandgras. Ah, auch interessant, dass wir dafür einen Eintrag kriegen. So, und dann sind wir hier in einem neuen Bereich, in dem werden wir auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, nämlich im Ödland von Argon.